Hi Leute, in diesem Video möchte ich über meine letzte Hochzeitsreportage reden und wie dieses schöne Buch hier entstanden ist. Viel Spaß! Vor ein paar Wochen durfte ich ein wunderschönes Brautpaar an ihrem Hochzeitstag begleiten. Das bedeutet vom Getting Ready bis zur Schleierabnahme um Mitternacht. Und deswegen auch ein Buch, welches 106 Seiten hat. Das erste Buch, welches ich für ein Hochzeitspaar gemacht habe, was so viele Seiten. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass es echt wie so ein Schinken wirkt, dass es unschön wirkt. Und das erste Mal, dass ich auch dieses Leder genommen habe. Ich kann gleich nochmal schauen, welches Leder das genau war. Und ja, mit der Schrift. Und hier muss ich kurz, was heißt spoilern, ganz kurz ein Disclaimer heißt das, glaube ich. Saal Digital, das ist an euch. Ihr müsst echt was an den Schriftarten machen, die ihr anbietet. Ihr braucht viel, viel mehr. Also ich konnte mich nicht entscheiden. Ich fand alle irgendwie nicht so dolle, aber man kann auch selber leider keine PNGs hochladen. Sonst hätte ich eine wunderschöne Grafik sozusagen hochgeladen und aufs Cover gelegt mit den Namen von den beiden, aber wirklich sehr schön gestaltet und nicht. Also da war ich ein bisschen enttäuscht, was die Schriftarten anging. Und über diese Hochzeitsreportage möchte ich so ein bisschen reden. Was ich gerne am Anfang eines Buches mache, ist, ich suche mir im Internet einfach ein schönes Zitat raus über die Liebe, über Hochzeiten, über Beziehungen, über die Ehe und tue das so auf die erste Seite. Auch hier jetzt im Nachhinein, es ist immer schwer, sowas zu beurteilen, wenn man am Monitor sitzt. Hier hätte ich die Schrift echt viel, viel kleiner, nicht viel, viel kleiner, aber schon etwas kleiner gewählt und dann vielleicht doch eher mittig platziert. Ich habe es immer rumprobiert am Laptop und war mir irgendwie nicht einig, das sieht doch nicht aus. Aber dann, wenn man es halt wirklich in den Händen hält, dann sieht man das und man sieht es direkt, wie es auch wirkt. Deswegen einfach vielleicht eine Notiz schnell machen für euch, wenn ihr sowas macht. Ja, dann, wie gesagt, ich habe die beiden vom Getting Ready bis zur Schleierabnahme 12 Uhr nachts begleitet. Das bedeutet, natürlich kommen auch alle Bilder mal mehr, mal weniger halt hier rein. Und ja, auch beim Bräutigam war ich, das muss man halt alles immer zeitlich auch abpassen. Man muss natürlich mit dem Brautpaar vorher abklären, hey, wer ist wo, um wie viel Uhr? Und natürlich nimmt man sich für die Braut dann ein bisschen mehr Zeit. Ich habe einfach ganz oft die Erfahrung gemacht, den Mann interessiert die Hochzeit nicht so doll wie die Frau. Korrigiert mich, wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt. Ich glaube, die Frau heiratet meistens wegen dem Hochzeitskleid, der Mann irgendwie so wegen der Feier, dass er mit seinen Jungs zusammen sein kann. So war es auf jeden Fall bei meiner Hochzeit vor 7 Jahren. Deswegen so mein Gefühl. Und bevor es richtig losging mit diesem Tag, habe ich meine GH5, meine Zweitkamera für Film, habe ich eingepackt. Ich habe den beiden damals, als wir im Gespräch waren, die wollten einfach nur Bilder haben. Ich dachte mir, hey, pack einfach die GH5 rein und probier einfach aus. Du weißt, die beiden sind sehr hübsch. Vielleicht entsteht ja Material, was du wieder für Werbezwecke halt nutzen kannst. Und ja, die beiden haben mir das erlaubt. Und dieses Video seht ihr auch noch am Ende. Auf jeden Fall habe ich die beiden Kameras mitgenommen und jedes Mal, wenn ich dachte, okay, jetzt beim Getting Ready, wenn wir jetzt erst bei der Braut sind, ich habe Bilder gemacht, ich hatte auch meine Checkliste so ein bisschen im Kopf, von was ich halt alles Bilder benötige, so später auch für das Hochzeitsbuch. Und jedes Mal, wenn ich dachte, okay, das reicht, oder ich habe ein Set aufgebaut, so zum Beispiel von dem Brautkleid, wie der Schmuck da liegt, wie die Schuhe da liegen, wenn ich das alles aufgebaut habe, habe ich schnell meine GH5 genommen und eine Slow-Motion-Aufnahme davon gemacht. Einfach links, rechts, hier so ein bisschen. Dazu mache ich vielleicht noch ein anderes Video, wie ich diese ganzen Aufnahmen so mache. Das sieht manchmal relativ komisch aus, weil ich meine Hüften so ein bisschen von links nach rechts schwinge, wie so ein Slider. Jedes Mal habe ich immer halt gewechselt zwischen meiner 5D Mark II und nicht diesem Objektiv. Ich hatte die ganze Hochzeit, die ganzen Bilder, die ihr seht, sind mit der 5D Mark II entstanden und mit dem Sigma 35mm 1.4 Art Objektiv. Das habe ich jetzt hier halt nicht da, weil ich es ausgeliehen habe, aber die Möglichkeit besteht halt auch. Wenn ihr solche teuren Objektive nicht habt, dann leiht die aus. Ich habe, glaube ich, 35 Euro gezahlt, fürs übers Wochenende so ein Objektiv auszuleihen. Und je nachdem, was ihr für eine Hochzeit verlangt, ist das halt ein. Ja, und wie gesagt, dann war ich halt beim Bräutigam, habe da noch ein paar Fotos gemacht, habe ihm gesagt, ey, okay, cool, ich habe da ein paar gute Fotos, lass mal schnell meine GH5 holen. Natürlich lag alles bereit, ich habe auch alle Einstellungen schon vorgenommen. Deswegen, Leute, ich weiß, die Technik ist nicht so das Wichtigste, das sage ich auch immer. Aber ihr müsst die Technik echt gut beherrschen, damit ihr euch auf viele andere Sachen einfach konzentrieren könnt, damit die Technik eurer Kreativität einfach nicht im Wege steht. Deswegen ist es wichtig, die Technik zu kennen, damit ihr euch einfach voll auf die Bilder konzentrieren könnt, auf das Video konzentrieren könnt. Und genau das habe ich halt auch getan. Ich habe einfach die Einstellungen alle vorgenommen und immer wieder, wenn ich konnte, immer hin und her gewechselt.
Und dann zum Beispiel, als wir in der Kirche waren, da habe ich auch meine beiden Kameras hinten irgendwo in der Ecke hingelegt, meine 5D Mark II, meine GH5 und habe halt auch immer gewechselt. Wenn ich wusste, okay, die wollten halt Fotos, natürlich habe ich den Marsch, den Einmarsch in die Kirche, wo der Vater die Braut zum Bräutigam halt führt, das habe ich in Bildern festgehalten. Da konnte ich unmöglich mit beiden Kameras irgendwie gleichzeitig Bilder machen und ein Video. Und die Priorität beim Brautpaar lag ja auf Foto, deswegen war für mich klar Foto. Aber alles andere habe ich einfach meine GH5 dann wieder genommen und immer halt so geguckt, okay, man kann natürlich auch vorher mit dem Pfarrer reden, wie ungefähr der Ablauf ist. Vielleicht liegen auch Zettel da und so ein Ablaufplan. Dann wisst ihr genau, in welchen Zeitfenstern ihr welche Bilder halt machen könnt und wo ihr wisst, oh, da habe ich wieder Zeit, da passiert jetzt nicht vieles, die Bilder würden sich sonst wiederholen. Da kann man ja wieder einfach die Kamera rausholen. Ja, und dann ging es nach draußen, aus der Kirche nach draußen, wo die beiden die Glückwünsche entgegengenommen haben. Und hier auch nochmal ein ganz cooler Tipp. Bei meiner GH5 und bei vielen Kameras habt ihr halt die Möglichkeiten von dem Rad C1, C2, C3. Das heißt, die User-Customer-Einstellung heißt das. Das bedeutet, ihr könnt Einstellungen vornehmen und diese dann abspeichern. Für mich hat es an diesem Tag irgendwie auch irgendwie so Klick gemacht. Ich habe es vorher nie benutzt, aber weil ich halt auch meine GH5 habe, mit der auch filme und da auch verschiedene Einstellungen habe. Also einmal habe ich für manuellen Modus, mache ich mein Video und wenn ich dann Slow Motion haben will, dann drehe ich einfach auf C2 und da weiß ich, okay, da sind die ganzen Slow Motion-Einstellungen. Das heißt, ich muss im Menü von der GH5 nicht 5 Minuten rumhantieren, bis ich wieder die ganzen Einstellungen für Slow Motion vorgenommen habe. Und genau das gleiche habe ich hier getan, nur halt für die Kirche und draußen. Das bedeutet, ich war natürlich vor dem Brautpaar in der Kirche und das würde ich euch natürlich auch raten. Geht in die Kirche rein, schaut, was für Lichtverhältnisse dort herrschen, guckt so, dass ihr zufrieden seid von dem Licht und speichert das zum Beispiel auf C1 ab. Genau diese Einstellung. Und dann geht ihr nach draußen. Hoffentlich habt ihr einen bewölkten Tag, weil wenn die Sonne immer rauskommt und wieder hinter den Wolken verschwindet, dann ist es natürlich mal ein bisschen schwieriger. Aber was habe ich gemacht? Ich bin nach draußen gegangen und habe geguckt, wie da die Lichtverhältnisse sind. Und bis ich zufrieden war, habe ich dann diese Einstellung auf C2 gespeichert. Das bedeutet, als das Brautpaar aus der Kirche rauskam, habe ich die ganze Zeit fotografiert auf C1. Und sobald die draußen waren, habe ich nur so gemacht, zack, und habe auf C2 weiter fotografiert. Das heißt, ich musste nicht erst Bilder machen und gucken, ah nee, immer noch nicht, und Bild machen, ah nee, immer noch nicht. Deswegen C1, diese User-Customer-Einstellungen sind sehr, sehr wertvoll. Und wenn ihr während so einer Reportage fotografiert, versucht einfach so viel wie möglich mitzunehmen. Hier habe ich zum Beispiel, bin ich mit dem Brautpaar mitgefahren und habe im Auto fotografiert. Solche kleinen Detailshots wie die Hände halten, mal nach links zum Fahrer, zum Bräutigam, mal nach rechts zur Braut, mal sowas. Und das bietet sich halt super an, wenn ihr dann am Ende an eurem Rechner sitzt und das Fotobuch gestaltet. Dann seid ihr wirklich dankbar für solche Bilder, weil ihr dann halt schön alles nach links, rechts packen könnt und weil das ja genau unten stattfindet und nicht oben. Ich hatte das, glaube ich, zuerst hatte ich dieses große Bild oben und dann dachte ich, naja, das macht gar keinen Sinn, weil natürlich sind die Hände unten, wenn hier irgendwie oben der Körper zu sehen ist. Und auch sowas finde ich immer schön. Wenn ihr eine Location habt, eine Pose gefunden habt, dann könnt ihr so ein bisschen variieren und dann könnt ihr so 3 verschiedene Sachen machen. Vielleicht könnt ihr auch das Brautpaar einmal ernst und mit geschlossenen Augen einmal irgendwie Quatsch machen oder so. Genau. Und hier dann so ein bisschen dasselbe. Bietet sich einfach super an. Deswegen war für mich auch relativ schnell klar, ich möchte das in DIN A4 haben, in einem Hochformat. Natürlich könnt ihr auch ein Buch in Querformat bestellen, aber das finde ich halt nicht so toll. Wenn ihr das dann aufklappt, dann habt ihr so ein Panoramabild. Und ich finde das irgendwie nicht so cool. Ich glaube, ich habe es einmal ausprobiert, ich fand nur so die Gestaltung der Bücher dann relativ schwer. Und so könnt ihr super schön Hochformat unterbringen, aber auch super schön Hochformat. Genau, sowas hier, einmal richtig füllende A4-Seiten. Hier nochmal, hat sich halt super angeboten an der Location, sowas. Und hier auch super, super tolle Vorgaben gibt es dort auch bei Saal Digital. Und natürlich Bilder von der Deko machen. Genau, Reportage, wie das Brautpaar halt ankommt. Ja, die Feier, die Glückwünsche, die Feier selber, also mittendrin statt nur dabei. Einfach gucken. Dann haben wir uns abends noch mal ein bisschen Zeit genommen, wo die Sonne schon ein bisschen unten stand, haben da noch mal ein paar Bilder gemacht. Das tut auch immer dem Brautpaar gut. Einfach mal sich kurz von den ganzen Gästen nicht zu verabschieden, aber einfach mal kurz auf Abstand zu gehen und einfach noch mal 10 Minuten haben wir gebraucht, nicht mehr. Das ist auch völlig okay. 10, 15 Minuten, nehmt euch da die Zeit. Ihr könnt auch, glaube ich, wahrscheinlich eine halbe Stunde nehmen, je nachdem, wie der Programmablauf so ist.
Es lohnt sich, weil abends steht die Sonne halt nochmal ganz anders als mittags. Und dann natürlich sowas hier mit den ganzen tollen Brautjungfern, wenn diese auch vorhanden sind mit so tollen Kleidern, so tollen Farben, dass man da auch mal. Und nicht immer nur so, klar ist das Bild jetzt zum Beispiel gestellt, aber da habe ich einfach fotografiert. Die haben sich nochmal geschwingt, die haben Quatsch gemacht. Hier haben wir nochmal bewusst Quatsch gemacht und so. Und dann nochmal, wie gesagt, so die Feier, Schwarz-Weiß-Bilder. Schwarz-Weiß-Bilder werden bei mir oft, wenn die Farben von den Lichtern ein sehr krasses Violett oder Grün oder so machen, dann schaue ich, was ich da noch so ein bisschen retten kann. Was heißt retten? Es sieht einfach dann auf einmal in Schwarz-Weiß viel schöner aus. Also wenn ihr Schwarz-Weiß macht, dann guckt, dass ihr das dann macht, wenn ihr denkt, oh, die Farben, die gehen absolut gar nicht. Was ich euch raten kann, ist, dass ihr euch direkt schnell mit dem DJ, mit dem Typen befreundet, der das Licht macht und euch und ihn einfach bittet, immer in den Situationen, wo es halt wichtig ist, wo der Hochzeitstanz stattfindet, dass er da einfach wirklich schönes, warmes Licht macht und kein grünes, violettes oder blaues, sondern einfach so ein, ja, orange, gelb, irgendwie so ein bisschen warmes, weil das sieht natürlich am natürlichsten aus. Genau, am Ende gab es natürlich noch die Hochzeitstorte und klar, ein paar lustige Spiele und so. Und ja, das war dann die Hochzeitsreportage. Und am Ende, hier kann ich euch nochmal einen ganz wichtigen Tipp geben. Ganz am Anfang habe ich auch diese beiden Seiten mit Bildern vollgeklatscht, sag ich mal, in der Software. Und dann denkt man, wenn das jetzt noch ein Bild wäre, denkt man so, nee, ist vorbei. Deswegen, ja, ihr zahlt für diese Seiten auch noch extra, aber nehmt euch einfach diesen Raum, um da nochmal vielleicht ein schönes Zitat zu machen und hier einfach gar nichts zu machen, dass die Leute wissen, okay, das Buch ist vorbei, es ist zu Ende. Und um euch jetzt ganz kurz zu zeigen, wie einfach ihr mit der Software von Saal Digital so ein schönes Fotobuch gestalten könnt, und ich bekomme kein Geld dafür, Saal Digital hat mich nicht darum gebeten, dieses Video zu machen. Ich bin einfach super zufrieden mit dem Produkt und möchte euch irgendwie auch ein bisschen zeigen, wie einfach das ist, falls ihr Tipps und Tricks braucht. Deswegen. So, ich habe die Saal Digital Software schon mal gestartet und jetzt navigieren wir mal bis zum Fotobuch und gestalten es anhand einiger Seiten und dem Cover einfach mal gemeinsam. Fotobuch und hier auch das Fotobuch, was ich meistens bestelle. Dann nehme ich das Fotobuch im A4-Format und hier nehme ich jetzt gewisse Einstellungen vor. Wenn ihr nur das seht, einfach auf Alles anzeigen klicken und dann seht ihr mehr. Ich nehme gerne auch mal matt als Cover, dann gerne wattiert und auch das Fotopapier nehme ich matt. Ich finde, das sieht einfach ein bisschen hochwertiger aus als glänzend. Glänzend wirkt irgendwie so altbacken, gefällt mir nicht. Und das war es auch schon. Natürlich noch ohne Code, kostet auch nochmal extra. Also das finde ich ein bisschen so eine Schweinerei von Saal Digital. Mit Code Standard ist da so ein kleiner Code hier drauf auf dem Buch und ohne Code kostet es nochmal 5 Euro. Also macht für mich so ein bisschen das Gefühl, mal schauen, wo wir hier noch ein bisschen Geld rausdrucken können. Finde ich nicht so toll. Dann gestalten wir das jetzt einfach mal gemeinsam. Und auch hier habt ihr die Möglichkeit, aus 3 Optionen zu wählen. One-Minute-Fotobuch, Auto-Layout, also alles automatisch, würde ich von abraten. Gestaltet euer Buch einfach selber und so schwer ist es gar nicht, wie ich es euch gleich zeigen werde. Also nehme ich eine leere Vorlage, do it yourself und klicke auf jetzt gestalten. Und auch hier könnt ihr ruhig 52 Seiten nehmen. Ihr könnt auch immer jederzeit Seiten dazufügen oder halt reduzieren, sodass der Preis sich natürlich auch dementsprechend anpasst. So, und hier müsst ihr ganz kurz, ich weise darauf hin, weil ich oft den Fehler gemacht habe, hier seid ihr gerade auf Rückseite und Cover. Das ist das Cover vorne vom Buch und das ist die Rückseite. Und da habt ihr nur verschiedene Layouts zur Verfügung. Ganz andere Layouts, die ihr später auf den einzelnen Seiten halt haben werdet. Und klar gibt es hier Layouts vorgefertigt. Ich kann euch auch gerne ein paar zeigen. Wenn ihr hier draufklickt und dann auf Hochzeit zum Beispiel geht, gibt es hier verschiedene Layouts. Mich spricht davon keins an, deswegen lasse ich es einfach auf schlicht mit kleiner Spalte mit Rand außen. Auch hier könnt ihr ein bisschen auswählen, das ist das, was ich meistens aussuche, aber dazu kommen wir gleich. Kurz Rückseite und Cover, wie kann man das gestalten? Zum Beispiel so hier, ihr nehmt ein Bild, das ist mein Coverbild, zieht es da drauf und ich passe das jetzt auf die Größe an. Und wenn ihr seht schon, ich will eigentlich bis hierhin gehen, aber ich will nicht, dass das Bild größer wird. Und dann ganz einfach hier oben bei dem Schloss einfach das Seitenverhältnis ausmachen, also das Schloss öffnen und dann nicht hier anfassen, sondern einfach hier anfassen und schon könnt ihr es nach hier so ein bisschen ziehen.
So, dann Doppelklick, könnt ihr das Bild noch innerhalb ein bisschen bewegen und ihr könnt auch ranzoomen, ihr könnt rauszoomen, ihr könnt das Bild noch drehen. Aber so gefällt mir das eigentlich ganz gut. Und dann noch natürlich die Rückseite vom Buch. Auch hier ziehe ich einfach ein Bild rein, passe mir das so an, wie ich es haben möchte. Klicke nochmal drauf, gucke, dass ich auch nochmal richtig rausgezoomt habe. Das ist der Fall und auch das gefällt mir. Also so könnte das Buch zum Beispiel jetzt aussehen. So, dann gehen wir mal in die Seiten und gestalten unsere erste Seite mit diesen vier Fotos hier. Das heißt vier Fotos. Ich gehe auf mein schlichtes Design, ich zeige es euch nochmal, auf Kategorie schlicht und wähle dann, ganz kurz, ich muss glaube ich erstmal auf alle klicken oder irgendwo draufklicken, sodass ich, dass er wieder ein bisschen resettet hier auf schlicht. Genau, kleine Spalten mit Rand außen, das ist so mein Favorite. Und dann hier Bilder pro Seite. Wenn ihr wisst, ihr wollt vier Bilder jetzt auf diese beiden Seiten unterbringen, dann geht ihr einfach hier drauf, klickt auf vier und schon bietet er euch verschiedene Möglichkeiten hier an. Und ich merke gerade, kleine Spalten mit Rand außen ist nicht das, was ich mag. Kleine Spalten mit Rand außen und innen, das ist es, glaube ich. Und auch hier wieder auf die 4 klicken, weil wir 4 Bilder unterbringen wollen. Und das sieht schon ganz gut aus. Und auch hier können wir gucken, was haben wir. Wir haben ein Bild im Quer und 3 im Hoch. Da bietet sich doch das hier super an. Das heißt, ich ziehe es einfach drauf, ziehe es rüber, passe das hier noch ein bisschen an, ziehe auch das hier drauf. Immer, oft muss man halt da erst das Bild anklicken. Hier auch ein bisschen nach oben gezogen. Erst das Bild anklicken, dann da drauf ziehen. So, und Saal Digital sagt euch auch, die Software sagt, ob die Qualität gut ist. Und hier ist die Bildqualität sehr gut, passt alles, kann in den Druck sozusagen. Und das Bild hier nehmen wir jetzt ganz kurz. Das Bild wollte ich hier hin haben, weil natürlich da mehr zu sehen ist. Da ist so der Höhepunkt, sage ich mal. Und hier nochmal so ein bisschen, wo man näher dran ist, während die halt gerade das schneiden. So, und schon haben wir so eine Seite fertig gestaltet. Gehen wir zur nächsten Seite. Hier, diese vier Bilder. Da bietet es sich natürlich an, auch wieder auf die 4 zu gehen. Und hier habe ich gerne das hier genommen. Aber hier müssen wir ein bisschen tricksen. Natürlich könnte ich jetzt so hier machen. Das ist das, was ich auch machen möchte. Aber das hier ist ja eher unten. Ich habe hier noch Bilder, wo man eher oben was sieht. Also müsste man theoretisch das hier austauschen. Und das müsst ihr leider selber machen, weil hier in den Vorlagen leider so eine nicht ist. Das heißt, manchmal muss man auch selber anpacken. Das heißt, ich ziehe, bevor, so nochmal ganz kurz STRG und Z oder Command Z, um das zurückzustellen. Ich nehme erstmal so ein Bild hier nach oben, damit ich genau weiß, wo es oben aufhört. Das ziehe ich jetzt nach unten. Und jetzt kann ich die anderen beiden Bilder nochmal kurz, damit ich das auch wirklich da bleibt, wo es bleiben soll. Ah, der hakt hier immer nach. Ich mache nochmal Command Z, klicke beide an und ziehe die hoch. Jetzt müsste es passen. So, das sieht auch ganz gut aus. Und jetzt passt das auch so von der Sicht, dass das unten ist. Und das kommt hier nach oben. Und die Braut kommt nach oben rechts. Und dann können wir das Bild auch noch in die Mitte nehmen. So. Und natürlich kann man auch ein bisschen hier so stauchen, wenn ihr das wollt. Und das hier ein bisschen länger machen. Ist auch möglich. Alles möglich hier noch anzufassen. Das Layout gibt euch immer so einen gewissen Rahmen vor und dann könnt ihr noch selber ein bisschen gestalten. Genau, und schon haben wir so eine weitere Doppelseite halt gestaltet. Was ich auch gerne mache, ist, wenn ich drei Hochformatbilder habe, so wie ihr es hier seht, klicke ich auf die 3 und wähle mir dieses Layout hier. Wo ist es? Hier. Und ziehe jetzt die Bilder nacheinander rein. Und auch hier doppelt draufklicken und dann noch ein bisschen ausrichten. Und hier, so, schön, das ist halt die Falte dann später im Buch, da wo das Buch gefaltet wird. Sollte nicht durchs Gesicht gehen, wenn möglich. Und falls es doch mal rausgezoomt ist, aber es geht genau durchs Gesicht, das Bild, dann ein kleiner Tipp, einfach ein bisschen anzoomen und dann kann man das ja auch schon viel besser verschieben. Deswegen zoome nochmal richtig raus, hier habe ich den Freiraum, so. Und das letzte Bild, welches ist es? Das ist das hier. So, und auch hier haben wir schon wieder eine Seite gestaltet. Natürlich könnte man jetzt gucken, dass die Häuser, dass das Haus, Gebäude im Hintergrund vielleicht nochmal gleich groß ist. Aber ich habe es halt ein bisschen anders fotografiert, gut. So muss man halt beim Fotografieren schon mal drauf achten.
Und noch eine letzte Seite, die wir zusammen gestalten, ist die Deko-Seite. Hier habe ich auch, wie gesagt, wieder 4 Bilder. Und hier finde ich auch dieses Layout ganz schön. Dieses hier zum Beispiel. Da können wir einmal hier oben das hier reinnehmen. Ein bisschen hochschieben. Hier bietet sich das Bild an, auch wenn es im Quer ist, bietet sich im viereckigen Format auch gut an. Einfach ein bisschen zentrieren. Dann können wir hier das hier reinnehmen. Viereckig, weil auch das Ding hier, das kleine Geschenk, auch viereckig ist. So sieht es auch ganz gut aus. Und dann noch vielleicht die Speisekarte, das Menü, auch nochmal hier so reinziehen. Und voilà, schon haben wir ein Cover mit Rückseite. Wir haben eine Seite, verschiedenen Layouts, Seiten gestaltet. So einfach kann es gehen. Und dann einfach den Artikel in den Warenkorb legen und der Rest erklärt sich von selbst. Ihr seht, es ist absolut kein Hexenwerk. Guckt, wie es euch gefällt. Wenn ihr natürlich zum Beispiel so Kinder fotografiert oder Babybilder macht, da gibt es auch sehr schöne Vorlagen. Ich persönlich würde diese Hochzeitsvorlagen auf keinen Fall nehmen. Ich finde die super, super kitschig. Kann vielleicht funktionieren, ich habe mich da auch nicht so krass durchgestöbert, aber ich finde das Schlichte mit dem schönen Rahmen finde ich super. Und es macht echt Spaß, die Sachen zu gestalten. Und ich habe ja erwähnt, dass ich am Ende noch ein Video sogar gemacht habe, nebenbei. Aber nicht den ganzen Tag, sondern nur vom Getting Ready bis zur Feier. Während dem Getting Ready hatte ich einen Ort, wo ich meine GH5 immer hinlegen konnte, mit meiner Canon 5D Mark II fotografieren konnte und wechseln konnte. Bei der Feier habe ich mir das nicht zugetraut. Ich wollte meine GH5 nicht einfach irgendwo schnell mal liegen lassen und nebenbei filmen. Das Brautpaar wollte halt Bilder und da war die Priorität. Das Video war halt nur so on top noch drauf. Ja, das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und falls ihr irgendwelche Fragen habt zum Buch, zum Video, dann einfach in die Kommentare schreiben. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte einfach einen Daumen hoch geben, den Kanal abonnieren, aber habt ihr ja bestimmt eh schon getan. Deswegen, ich sage tschüss, fühlt euch motiviert, inspiriert, aber vor allem vergesst nie, Leute, warum ihr fotografiert.